Vater arbeitete gewissenhaft, ausdauernd und hart. Manche seiner Methoden waren schwer erträglich. Er kastrierte Ferkel mit dem Taschenmesser. Überzählige Katzenjungen ertränkte er mit Hilfe eines steinbeschwerten Jutesackes in einem Teich. Verendete Rinder schächtete er notfalls mit dem Brotmesser, damit wenigstens das Fleisch seinen Wert nicht verlor. Er war mit Senkfüßen geboren worden. Chirurgische Eingriffe in seiner Kindheit, die die Schulzeugnisse der ersten Jahre als Fehlzeiten auswiesen, hatten die Behinderung nicht beseitigen können. Das Gehen hinter dem Pflug und anderen landwirtschaftlichen Geräten muss ihm wehgetan haben. Er redete nicht davon. Heute geht niemand mehr hinter dem Pflug. Selbst der Hoferbe hat sein Arbeitsblatt auf dem Traktor. Die anderen Geschwister wurden Kindergärtnerinnen, Apotheker oder eben Professor für neuere Geschichte. Und dieser Professor ist Ewald Frieh, der Autor von Ein Hof und 11 Geschwister. Das Buch steht seit Monaten in der Bestsellerliste. Es hat den Deutschen Sachbuchpreis 2023 gewonnen und positive Rezensionen von allen Seiten erhalten. Aber ist das mehr als nur einfach schöne Lektüre? Und hat dieses Buch etwas zu sagen, wenn es um uns heute geht, nicht um vergangenen Wandel, sondern um Wandel, der jetzt ansteht? Schauen wir uns zuerst die erste Frage an und dann die zweite Frage. Die Eltern meines Vaters und der Vater meiner Mutter waren früh gestorben, die Geschwister besuchten sich gegenseitig. Sie machten anlässlich von Namenstagen, die im katholischen Münsterland wichtiger waren als Geburtstage, Visiten. Seit das Auto in den 1950er Jahren das Pferd ersetzt hatte, begannen die Visiten mit dem Nachmittagskaffee. Tagelang waren zuvor Torten gebacken worden, das Regiment in unserer Küche übernahm Tante Irina aus dem Dorf, in den 1950er Jahren assistiert von ein oder zwei Stützen, jungen Frauen, die bei uns wohnten und meiner Mutter im Haushalt halfen. Da wurde sozusagen Hof gehalten, erinnerte sich Katharina an den Aufwand, den sie als Kind noch miterlebt hatte. Nach dem Kaffee gingen die Männer in den Stall oder auf die Wiese, Kühe wurden begutachtet, ihr Aussehen, ihre Milchleistung und ihre Vorfahren verglichen. Die Perspektive von Rindern und Kälbern wurden diskutiert und mit ihnen die Zukunft des Hofes. Tagelang waren meine älteren Geschwister vor der Visite damit beschäftigt gewesen, Ställe auszumisten, Stallfenster zu putzen und Gänge zu schrubben. Ein Beispiel für den Stil des Buches. Ewald Frieh kann erzählen, keine Frage. Auf einer Ebene erzählt er die Geschichte des elterlichen Hofes im Dorf Horst, vielleicht 25 Kilometer von der Stadt Münster, in Westfalen entfernt. Die Vorgeschichte beginnt etwa im 17. Jahrhundert. Ab da ist der Hof nicht als einer der größten, aber doch als großer Hof dokumentiert. 1928 beendet der Vater die Schule. Ab da erzählt Ewald Frieh intensiver. Mit Ausnahme der Nazizeit. Darüber wurde in der Familie nicht groß gesprochen. Über diese Zeit fehlen Zeugnisse und Vaters große Zeit waren die 1950er Jahre. Da hatte ihn Wolke II berühmt gemacht, jedenfalls unter den münsterländischen Rotbuntzüchtern. Wolke II war eine preisgekrönte Kuh aus der Zucht von Bernhard Frieh und damit war der Vater von Frieh ein preisgekrönter Rinderzüchter. Breit erzählt Ewald Frieh die Bedeutung von Rinderzucht, von Märkten und Auktionen und dem berechtigten Stolz des Vaters auf seine hart erarbeiteten Ergebnisse. In den 1960er Jahren wurden Kühe immer mehr künstlich besamt. Diese neue Technik führte zum Niedergang der klassischen Rinderzucht. Der Hof hätte auf reine Milchwirtschaft umgestellt werden müssen, mit neuartigen Kuhställen, Melkmaschinen und Fütterungstechnik. Das Ende hat Ewald Frieh wunderschön formuliert. Was nun kam, war nicht mehr die Welt meines Vaters. Die Unterlagen zu unserem Hof erlauben keine Gewinn- und Verlustrechnung. Es ist aber davon auszugehen, dass der Verzicht auf Innovation in den späteren 1960er Jahren die finanziellen Möglichkeiten ganz allmählich kleiner werden ließ. 1966 gewann mein Vater ein letztes Mal auf der DLG-Schau in Frankfurt am Main einen 1B-Preis für eine Kuh. Ihr Name war Ruine. Und wer sich über den Namen wundert, wie üblich wurden auch auf diesem Hof Kühe so benannt, dass man aus den ersten Buchstaben die Vorfahren und damit die Zuchtlinie ableiten konnte, sich die Kühe aber in den letzten Buchstaben unterschieden.
Ewald Frie arbeitet nicht nur mit Dokumenten. Lassen wir ihn seinen Ansatz selbst beschreiben. Ich habe eine Rundreise unternommen durch Westfalen und das Rheinland und dann nochmal zur Ostsee, um meine Geschwister aufzusuchen, da, wo sie heute leben. Und habe sie gebeten, sich an unser gemeinsames Elternhaus zu erinnern und durch die Räume zu gehen. So berichtet er, wie seine Geschwister die Arbeit auf dem Hof wahrnahmen, die Jungen anders als die Mädchen und die Jüngeren anders als die Älteren. Der Hoferbe wurde 1944 geboren, die jüngste Schwester 1969. Für meine ältesten Geschwister war die bäuerliche Sozialform während ihrer Kindheit noch gelebte Realität mit Eisblumen an den Fenstern, Kinderarbeit, Körperstrafen, ritualisierter Alltagsfrömmigkeit, Sonntagsgottesdienst, Frühschoppen, monatlichen Zuchtviehmarkt und natürlich den DLG-Shop. Die Jüngeren erlebten das Verschwinden bzw. die Transformation all dieser Elemente im kindlichen Alltag, ohne Begriffe und Rahmen für die Veränderung zu haben, die ihnen geschah. Da hat sich also einiges geändert. Die nächsten Unterkapitel behandeln den Glauben. Hier scheinen die Geschwister nicht ganz so gesprächig gewesen zu sein. Ewald Frie selbst beschreibt seine eigenen Erfahrungen. Später hat er Theologie studiert, zwar nicht als Hauptfach, aber eine besondere Nähe glaubt man ihm schon. Als Ergänzung zu den Berichten der Geschwister zieht er hier, wie an anderen Stellen, auch wissenschaftliche Texte heran, deutet an, wo die Familie typisch ist und wo eher nicht. Aber der freundliche Erzählton wird nie verlassen. Das ist kein wissenschaftliches Buch, wohl aber das für ein breites Publikum geschriebene Werk eines Wissenschaftlers. Die beiden großen Kapitel sind überschrieben »Die Jahre meines Vaters«, wir haben gehört, bis etwa Ende der 1960er Jahre, und »Die Jahre meiner Mutter«, die sich anschließen, natürlich mit einem gleitenden Übergang. Auch inhaltlich hat dieses Kapitel einen neuen Schwerpunkt. Die Hausarbeit steht eher im Vordergrund. Im Kapitel des Vaters war es eher die Arbeit im Stall und auf dem Feld. Auch Ausbildung und der Wandel von Frauenbild und Berufswahl werden beschrieben. Dazu die äußeren Entwicklungen, die dies unterstützten. Die Einführung von BAföG und anderen staatlichen Unterstützungen war eine zentrale Entwicklung. Aus den Gesprächen mit den Geschwistern zitiert Ewald Frie immer wieder gute Geschichten, aber die müssen Sie selbst lesen, da möchte ich nicht zu viel verraten. Auch Anpassung ist ein Unterkapitel überschrieben. Am Anfang heißt es noch, im Dorf praktizierte ein Arzt, es gab Einzelhandel, Landhandel und das Dorfhandwerk. Nutullen hatte seit 1909 elektrische Straßenbeleuchtung, seit 1926 ein Freibad, seit 1932 eine Fließwasserversorgung, seit den 1950er Jahren eine Kanalisation und am Wochenende gab es Kino. All das war beeindruckend, aber nichts davon war Alltag. Um ins Dorf zu fahren, musste es Gründe geben. Soziale Verbindungen gehörten bis in die 1960er Jahre für Bauernfamilien wie uns eher nicht dazu. Nun sind wir in den 1960er Jahren und für die jüngeren Schwestern wird der Geruch zu einem Problem. Nicht nur für diese Familie, auch etwa das Landwirtschaftliche Wochenblatt behandelt das Thema, das nun mit dem intensiveren Kontakt mit Nichtbauern und Nichtbauernkindern auftaucht, nicht nur in der Schule, sondern auch im Sportverein, dessen Besuch für die älteren Geschwistern kaum möglich gewesen war, zu viel Arbeit auf dem Hof. 1972, dann der nächste Einschnitt, der Hof wird übergeben, Ewald Fries ältester Bruder übernimmt den Hof. Es wird ein Altenteilerhaus gebaut, in das die Eltern und die jüngeren Geschwister ziehen. Natürlich nur die jüngeren Geschwister, die noch zu Hause wohnen. Der älteste Bruder stellte den Hof vollständig auf Ferkelproduktion um. Das tut dem Vater weh, der war ja ein begeisterter und erfolgreicher Rinderzüchter gewesen, aber er ließ den Sohn machen und der Hof wurde wieder rentabel. Dann 1994 stirbt die Mutter durch einen Verkehrsunfall und nun folgt einer der Kernsätze, zunächst kurz, aber später im Buch dann ausgeführt. Wir hätten ihr gern gezeigt, dass die von ihr begonnene Geschichten gut weitergegangen sind. Meine Geschwister betonten in den Interviews die Freiheit, die sie in ihrem Leben gewonnen haben. Wir konnten uns entscheiden für Berufe, Partnerinnen und Partner, Lebensmittelpunkte. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben war für uns kein trauriger Abschied. Er bot Chancen, die meine Mutter nicht hatte und mein Vater wahrscheinlich nicht hätte haben wollen.
Im folgenden Jahr stirbt der Vater, damit endet der Hauptteil des Buches. Eine systematische Zusammenfassung schließt den Text ab und wir kommen damit zur zweiten Frage. Hat das Buch etwas zu sagen, wenn es um uns heute geht, nicht um vergangenen Wandel, sondern um den Wandel, der jetzt ansteht? Ob für die heutige Arbeitswelt künstliche Intelligenz und Chatbots einen radikaleren Einschnitt bringen als die künstliche Besamung damals, das ist wohl kaum zu entscheiden. Bereits das damalige Erleben unterscheidet sich. Der Vater hat den Wandel kaum so wahrgenommen wie der Hoferbe, der dann den Hof auf Ferkelproduktion umstellte. Was man aber vergleichen kann, das ist die Grundhaltung. Für Ewald Frieh und seine Geschwister war der Abschied ein Neuanfang, ein Gleiten in ein neues Leben, das sicher so lebenswert ist wie das Leben auf dem Hof, eine oder zwei Generationen vorher es gewesen ist. Darum funktioniert dieser Wandel auch recht gut und glatt. Wenn wir den aktuellen Wandel auch als Wandel zu neuen Möglichkeiten gestalten, dann kann auch dieser Wandel funktionieren. Natürlich eine Bedingung für den guten Wandel damals waren staatliche Unterstützungen. So konnte der Vater den Hof relativ früh an die nächste Generation übergeben, die dann ja wieder erfolgreich wirtschaftete. Mit staatlichen Unterstützungen konnten die Geschwister Bildung erwerben, die Basis für ihre Berufstätigkeit wurde. Ein weiterer Aspekt dieser zweiten Frage: Mit diesem Buch gewinnen wir eine andere Perspektive auf die Geschichte der Bundesrepublik. Sie wird gewöhnlich von den Städten her geschrieben, mit der Rhythmisierung durch Wirtschaftswunder, Ölkrise und den Jahren nach dem Boom. Doch 1950 war noch knapp ein Viertel der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft tätig und viele andere machten Alltagserfahrungen ländlichen Lebens und Arbeitens. Und ehrlich gesagt, das bäuerliche Leben war mir fremd. Ich bin gerade ein Jahr älter als Ewald Frieh und habe einen ganz anderen Wandel erlebt. Ich habe den Wechsel von der Lochkarte zur Diskette miterlebt, den Wechsel von Computer ist etwas ganz Besonderes zu jeder arbeitet mit dem Computer. Und ich werde auch mit ChatGPT und ihren Kollegen gut zusammenarbeiten. Vielleicht ist das eher Mainstream-Geschichte und dann stellt sich die Frage, wer sind die heutigen münsterländischen Bauern, die heutigen Menschen, deren Geschichten nicht so recht gehört werden, wenn sie den Wandel als Chance nutzen können oder wenn dies eben nicht gelingt? Die Frage bleibt offen. Ein in diesem Zusammenhang gern genutztes Zitat sagt ja, dass wir die Geschichte nur in die Vergangenheit verstehen und nur in die Zukunft leben können. Mit den Worten von Steve Jobs: Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Das Buch endet am Anfang der 1990er Jahre. In der Zeit war ein anderer Wandel im Gang, der noch aktuell Aufmerksamkeit braucht. Die Wiedervereinigung nämlich, die bis heute eben nicht zu einer Angleichung von West- und Ostdeutschland geführt hat. Auch hier ist Unterstützung notwendig. Auch dazu habe ich ein Video und eine Buchrezension gedreht. Und die verlinke ich hier und freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.